Als er endlich aufstand, sagte ich ihm, er solle sich das Blut abwaschen und sich verpissen und nie wieder zu mir nach Hause kommen. Das tat er. Menschen beichten ihre Geschichten. Der letzte Beitrag hat eine erstaunliche Wendung. Ich weiß, dass mein 7-jähriger Sohn nicht mein leibliches Kind ist. Meine Ex-Frau und ich hatten eine schwere Zeit, als unser Jüngster 6 Jahre alt war. Wir trennten uns für einige Monate und versöhnten uns dann wieder. Ein paar Monate später gab sie bekannt, dass sie schwanger war. 3 Jahre später ließen wir uns schließlich scheiden. Unsere Söhne sind 7 und 13. Mein 13-jähriger ist ein Klon von mir. Mein 7-jähriger sieht weder mir noch meinem anderen Sohn noch seiner Mutter ähnlich. Er sieht genauso aus wie der Typ, mit dem meine Ex gevögelt hat, als wir uns getrennt haben. Zum Beispiel haben meine Ex und ich blaue Augen und mein 7-jähriger hat große braune Augen. Sie denkt, dass ich ein verdammter Idiot bin und dass ich glaube, dass er von mir ist, aber ich weiß es schon seit ein paar Jahren. Es stört mich nicht wirklich. Ich liebe diesen Jungen mehr als das Leben selbst, aber es macht mir Spaß, ihr dabei zuzusehen, wie sie mit einer Lüge leben muss, die sie auffrisst, weil sie Angst hat, dass ihre Familie dadurch zerstört wird. Sie ist verdammt, wenn sie die Wahrheit sagt, und verdammt, wenn sie es nicht tut. Edit. Es geht nicht nur um seine Augen, aber seine Mutter, ich und mein anderer Sohn haben strahlend blaue Augen und er hat braune Augen. Er hat auch die gleiche Lücke in seinen Vorderzähnen und die Kopfform des Typen, den meine Ex gefickt hat. Und Väter wissen es einfach. Ich habe mit ihm gekuschelt und es fühlt sich anders an als mit meinem anderen Kind. Nicht besser oder schlechter. Mein Mann vergewaltigte mich während unserer Flitterwochen. Ich war 1 bis 2 Wochen nach unserer Hochzeit krank, weil ich einen unentdeckten Parasiten hatte. Ich war zu schwach, um Sex zu haben, aber er schrie mich an, drückte mich nieder und zwang sich mir auf. Ich blieb in der Ehe, weil ich finanziell nicht allein zurechtkam. Außerdem hatte ich kein gesundes Selbstwertgefühl und dachte, ich würde für den Rest meines Lebens allein sein. Dadurch entwickelte ich Vaginismus und konnte keinen schmerzfreien Sex mehr haben. 6 Jahre später verließ er mich genau aus diesem Grund. Er weigerte sich, die Behandlung zu bezahlen oder mich von der Arbeit freizustellen. Vor 2 Wochen haben wir uns offiziell scheiden lassen, und ich habe gerade erfahren, dass er gestern unseren Freunden, seine Freundin, mit der er wahrscheinlich eine Affäre hatte, vorgestellt hat. Ich habe keine Ahnung, wie ich das alles verarbeiten soll. Ich fühle mich wie eine ausrangierte Stoffpuppe, die niemand mehr haben will, wegen dem, was er mir angetan hat. Ich glaube nicht, dass ich jemals wieder Vertrauen haben werde. Es fühlt sich ungerecht an, dass er glücklich ist und niemand weiß, was er mir tatsächlich angetan hat. Mir ist klar, dass er seine Schuld nie zugeben wird, aber ich fühle mich wie besessen von dieser Sache und werde wahrscheinlich nie darüber hinwegkommen. Mein Leben fühlt sich an, als wäre es vorbei. Ich bin eine 38 Jahre alte Frau, und dieser Vorfall ereignete sich, als ich 24 war. Mein Onkel, der jüngere Bruder meines Vaters, ist ein frauenfeindliches Stück Scheiße. Er beschimpft oft Frauen und wird wütend, wenn sie ihre Beine nicht für ihn öffnen. Er macht das, obwohl er verheiratet ist. Nach seiner Meinung hat es jede Frau, die vergewaltigt wurde, herausgefordert. Eine Frau, die eine höhere Bildung anstrebt oder einen hochrangigen Job hat, wird als alte Jungfer enden. Eine Frau, die sich selbst behauptet, ist in seinen Augen automatisch eine Schlampe. Als ich aufwuchs, hat er mich oft schikaniert, weil ich mich für Kampfsportarten, Comics und so weiter interessierte, weil das für Jungs ist. Er fragte oft, versuchst du, ein Junge zu sein? Und die anderen Familienmitglieder, einschließlich meiner eigenen Eltern, lachten darüber, als wäre es ein Witz. Von seiner Homophobie will ich eigentlich gar nicht erst anfangen. Vor 14 Jahren besuchte ich die Universität, um meinen Masterabschluss zu machen, während ich arbeitete. Der Sohn eines Freundes meines Onkels besuchte dieselbe Hochschule. Er hatte mich mehrmals gefragt, ob ich mit ihm ausgehe, aber ich habe immer abgelehnt. Manchmal ging er mir auf die Nerven, weil er kein Nein akzeptierte, und ich musste ihm sagen, er solle sich verpissen. Mein Onkel bestand immer wieder darauf, dass ich ihm eine Chance geben sollte. Eines Tages lud mich mein Onkel unter dem Vorwand, meiner Tante bei etwas zu helfen, zu sich nach Hause ein. Als ich dort ankam, war meine Tante nicht da, aber der Typ, der mich verfolgt hatte. Mein Onkel lachte, als hätte er mir einen tollen Streich gespielt, und sagte mir, ich müsse mit dem Kerl allein sein, damit ich sehe, wie toll er ist. Für eine Sekunde erstarrte das Gespräch, aber dann setzte mein Flucht- oder Kampfinstinkt ein und ich rannte aus dem Haus. Mein Onkel schrie mich an, ich solle zurückkommen. Der Widerling, der Typ, der mich verfolgt hatte, rannte hinter mir her. Er holte mich ein, aber ich hatte bereits das Pfefferspray aus meiner Handtasche genommen. Ich sprühte ihm direkt in die Augen. Dann bin ich zur Polizeiwache gegangen und habe Anzeige erstattet.
Später fand ich heraus, dass der Mann auch gegen mich eine Anzeige wegen Körperverletzung erstattet hatte. Aber in der Vergangenheit hatten ihn schon mehrere Frauen wegen unangemessenen Verhaltens beschuldigt und die Polizei hat deshalb nichts gegen mich unternommen. Die Universität wurde über seinen Versuch, mich anzugreifen, informiert und er wurde von der Universität verwiesen. Mein Onkel war außer sich vor Wut, als dies geschah, und kam in meine Wohnung, um mich zur Rede zu stellen. Er sagte mir, ich hätte einen unschuldigen Mann ruiniert. Ich sei eine Plage, die Männer verführt. Er sagte mir, dass zu viel Erziehung mich ruiniert hat. Zu dieser Zeit war ich so fertig, dass ich mit einer Menge Scheiße fertig werden musste, dass ich einfach durchdrehte. Ich schrie meinen Onkel an und fragte ihn, ob er von dem Kerl bezahlt worden sei, um mich mit ihm zu verkuppeln. Ich fragte, ob er vorhatte, mich zu verhuren. Er sagte etwas wie, respektlose Schlampe, zu mir. Und da habe ich ihm den ersten Schlag versetzt. Meine Faust traf seine Nase und Blut floss aus ihr heraus. Ich hörte nicht auf, ich schlug weiter auf ihn ein. Er versuchte, zurückzuschlagen, aber ich war viel schneller. Ich bin seit meiner Teenagerzeit ein begeisterter Kickboxer und habe auch Jiu-Jitsu trainiert. Das gab mir also einen Vorteil. Und natürlich wurde ich von purer Wut angetrieben. Ich ließ immer wieder Tritte und Schläge auf diese erbärmliche Ausrede für ein menschliches Wesen niederprasseln und es fühlte sich so gut an. So gut. Ich glaube, ich habe über 10 Minuten lang auf ihn eingedroschen. Er versetzte mir auch ein paar Schläge, aber in diesen Momenten war ich unbeeindruckt. Ich war fest entschlossen, diesem Stück Dreck eine Lektion zu erteilen, die er nie vergessen würde. Alles, was er je zu mir gesagt und getan hatte, ging mir immer wieder durch den Kopf. Meine Knöchel waren bald rot gefärbt und sein Gesicht war wund und blutig. Ich trat ihm mehrmals in die Kniescheibe und richtete dabei großen Schaden an. Als ich fertig war, lag er auf dem Boden und hielt sich die blutige Nase, wie ich später erfuhr, war sie gebrochen. Er jammerte, beschimpfte mich nach allen Regeln der Kunst und unternahm mehrere erfolglose Versuche, aufzustehen. Als er endlich aufstand, sagte ich ihm, er solle sich das Blut abwaschen und sich verpissen und nie wieder zu mir nach Hause kommen. Das tat er. Ich wusste, dass er keine Anzeige erstatten würde, denn das würde bedeuten, dass er zugeben würde, dass er von einem Mädchen blutig geschlagen wurde. Das sexistische Arschloch würde lieber sterben, als das zuzulassen. Ich glaube nicht, dass er jemals jemandem davon erzählt hat. Die einzige Person, der ich davon erzählt habe, ist mein Freund. Zum Glück war das Gebäude, in dem wir wohnten, nicht allzu bevölkert, und ich hatte keine unmittelbaren Nachbarn, die den Aufruhr hören konnten. Seitdem versucht mein Onkel, mir aus dem Weg zu gehen. Immer wenn ich daran denke, muss ich lächeln. Ich war glücklich, als ich meine Freundin dabei erwischte, wie sie mich betrog. Ich liebte sie und hatte nicht die Absicht, die Beziehung jemals zu beenden. Aber sie hatte gesundheitliche Probleme. Ich wusste, dass die Dinge in 10 bis 20 Jahren schwierig werden würden, wenn die Krankheit anfangen würde, unkontrollierbar zu werden. Als ich eines Tages unangekündigt nach Hause kam und sie mit einem anderen Mann auf frischer Tat ertappte, war ich schockiert, aber insgeheim auch glücklich. Man hatte mir einen Freifahrtschein aus dem Gefängnis gegeben. Ich konnte die Beziehung beenden und Mitleid von allen bekommen. Mein Bruder und seine Freundin haben versucht, direkt neben mir zu ficken, während ich Red Dead Redemption gespielt habe. Bevor ihr das lest, ich bin ein Mädchen, damit ihr nicht verwirrt seid. Also gut, das ist wirklich verdammt eklig. Mein Bruder, seine Freundin und ich saßen also alle auf der Couch meines Bruders, die Platz für 3 Personen sitze. Mein Bruder hat sich hingelegt und seine Freundin hat sich einfach auf ihn draufgelegt. Ich war abgelenkt und habe nichts bemerkt, bis seine Freundin von ihm runtergesprungen ist, weil sie dachte, die Tür sei offen. Ich bin auch aufgesprungen und habe sie angeschaut. Sah ihre Titten so deutlich wie der Tag. Es ist mir eigentlich egal, ob ich Titten sehe, weil ich auch welche habe, aber what the fuck. Das ist eklig, dass sie versucht haben, nur einen Meter von mir entfernt zu ficken. Und dann gingen sie beide hinter mich, um sich auf sein Bett zu legen, und während ich mich mit dem Spiel beschäftigte, hörte ich das Bett heftig knarren und seine Freundin leicht stöhnen. Ich schaute rüber und seine Freundin warf mir nur einen, oh Scheiße, Blick zu und sagte meinem Bruder, er solle aufhören. Ich will sterben. Meine Freundin, mit der ich 5 Jahre zusammen war, hat mit mir Schluss gemacht und ihren Kollegen geheiratet. Ich war 5 Jahre lang mit meiner Freundin zusammen und hatte vor, ihr einen Heiratsantrag zu machen. Eines Tages sagte sie, sie wolle eine Pause einlegen, um die Dinge zu klären. Das war vor etwa 2 Jahren. Vor kurzem hat sie einen Kollegen geheiratet, von dem ich erfahren habe, dass sie mich die ganze Zeit, die wir zusammen waren, mit ihm betrogen hat. Ich bin am Boden zerstört, wie dumm ich war. Ich glaube wirklich, dass es das Beste ist, aber ich kriege es einfach nicht aus dem Kopf. Ich habe den Großteil des Jahres 2020 für OnlyFans gearbeitet.
Ich habe so hart gearbeitet, um die Sets zu machen, die Fotos zu machen, meine Outfits zusammenzustellen, die Fotos zu prüfen, mich zu vermarkten, all diese Dinge. Aber ich habe nie Geld damit verdient. Das wirkt sich bis heute auf mein Selbstwertgefühl aus. Ich frage mich, ob ich hässlich oder unattraktiv bin. Ich fühle mich schrecklich unsicher in Bezug auf meinen Körper, ich fühle mich oft unwohl in meiner eigenen Haut, ich fühle mich wie ein Versager und bin unsicher, weil ich kein Geld verdient habe. Ich fühle mich schrecklich, wann immer ich darüber nachdenke. Niemand weiß das, denn ich habe ein verdammt gutes Pokerface, und ich bin männlich. Ich bin groß, stark, der Problemlöser, und so weiter. Ich habe eine chronische Panikstörung, seit 22 Jahren, und ich bekomme täglich lähmende Panikattacken. Und ich habe so eine Scheißangst vor der nächsten Panikattacke, dass ich im Grunde an nichts anderes denken kann. In den letzten 2 Jahren hat mir mein Arzt Xanax verschrieben, sodass ich jetzt ziemlich sicher bin, dass ich obendrein noch süchtig bin. Und Junge, habe ich all die Horrorgeschichten gelesen. Ich habe so verdammt viel Angst. Ich weiß nicht einmal, warum ich das poste, denn es fühlt sich irgendwie dumm an, während ich es schreibe. Ich möchte es einfach abschwächen, etwa 80% oder so. Tut mir leid, wenn dies der falsche Subreddit ist, aber ich habe noch niemandem erzählt, wie viel Angst ich habe. Wenn euch dieser Content gefällt, dann lasst bitte ein Like da. Falls ihr euch auch etwas von der Seele sprechen wollt, dann schreibt uns. Die E-Mail-Adresse ist in der Videobeschreibung.